geschrieben. Gestern kam ja ein Video mit dem Birkenwasser von mir und viele Leute haben mich gefragt, Mensch René, zeig mal, wie erntet man das überhaupt oder wie besorgt man Birkenwasser? Ich habe hier, Sandra, kommst du mal ran? Hier sind schon abgebrochene Äste, ja? Hier ist es auch feucht. Ich sehe natürlich zu, dass ich bei dem Baum nicht großen Schaden anrichte oder sowas. Die Äste sollen im Herbst eh abgeschnitten werden. Und jetzt nehme ich das mal hier. Moment. Oh, ich hätte mir schon geknackt. Komm mal ran, Schatz. Ihr sägt einfach hier den Ast ab. Deswegen immer aufpassen, was ihr auch später machen wollt. Ihr sollt ja nicht dem Baum also alles abzapfen. So, und jetzt wird es hier vorne schon feucht. Schaut mal hier. Jetzt kommen die ersten Tropfen schon. Könnt ihr das so sehen? So, und jetzt mache ich nichts anderes, als hier einfach passend jetzt mein Dings da drumherum zu wickeln. Dauert jetzt ein Weilchen. Naja, ich wusel das ein bisschen rum, hänge das hier so runter und dann lasst ihr, da seht ihr, die Tropfen kommen schon. Man kann jetzt auch noch einen Stein dran hängen, so wie du das hier siehst. Und dann sammle ich das. Ne? Man sollte es danach sieben, hier sind ein paar kleine Fliegen drin. Ne? So einfaches Birkenwasser ernten, Leute, ne? Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Alles klar. Tschüss, danke.